Meine wunderbare Frau Judith feiert heute ihren Geburtstag. Ja, und wir als Familie hatten die ganz besondere Idee für eine Trainerstunde mit Tennisprofi Mischa Zverev. Ja, und Judith ist bei mir trainingstechnisch in allerbesten Händen. Ja, was hast du denn dann alles mit ihr vor, Mischa? Ich habe einiges vorbereitet, wir werden es sehen. Okay. Aufschlag zum verrücktesten Tennistraining aller Zeiten. Judith Williams wird einen Geburtstag voller Überraschungen erleben. Judith! Alles zum Geburtstag. Überraschung Nummer 1 für Judith. Ihr Stiefsohn Laurin ist da. Das ist eine Überraschung. Ja, nein. Es gibt außerdem eine Torte, ein Geburtstagsständchen und dann ein Geschenk, das sich erstmal wie ein absolutes Ass anhört. Du kriegst heute eine Geburtstagstrainingsstunde von Weltstar Mischa Zverev. Weltstar ist Sascha. Ich bin der Bruder vom Jüngeren, aber Größeren. Ja, ja, ja. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Mischa. Vielen Dank. Das ist Viktor, Assistent. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag, zum 38. Genau. Ja. Das ist ja irre. Ja, aber deswegen. Ich kann überhaupt kein das ist, genau deswegen sind wir hier. Und ich hab, mir wurde das gesagt. Und das Gute ist, ich habe alles mitgenommen, was man braucht, um alles lernen zu können. Weil 20, 30 Jahre auf der Tour. Okay. Viele Sachen ausprobiert, bei Gut. Profis wie Nadal, Djokovic zugeschaut. No way. Ich habe alles mit, was jeder mal irgendwann mal gemacht hat. Es sind auch viele verrückte Sachen dabei. Wir machen auch viel Neuroathletik. Das ist ein bisschen Neuro? Ja, Neuro. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich Neuro habe. Nee, doch, bestimmt. Wir trainieren das Hirn, damit die Funktionen, also Hände besser funktionieren. Also wir werden alles ausprobieren. Keine Angst, der Mischa will nur spielen. Mit Judith wird er jetzt jede Menge Blödsinn anstellen. Dieser Gurt zum Beispiel soll angeblich das Bewegungsprofil erfassen. Dann Trainingsbeginn, wo er direkt einen Nerv treffen wird. Und so weiter und so fort. Also wir fangen an. Da gab es eine wirklich verrückte Übung. Ich bin fast eingeschlafen danach. Ja. Vagusnerv. Sagt das was? Nee? Nee, ist das hier am Kiefer? Genau, hier hinten am Ohr. Das ist da, wo die Kuhle ist. Und dabei summen. Dann gehen wir rüber zu den Augen. Oh. Mit einem jetzt Auge. Kriegt man eine Augenklappe. Mit einem Auge. So, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Okay. Also mit links. Zack. Zack. Wippen. Gerade wippen. Ja. Und dann jetzt noch mit dem Kopf zur Seite. Zack. Zack. Tanzen, ne? Sieht man mal. Talent. Judith Williams in der Fluch der Kondition. Jetzt geht's um Balance und Koordination. Ich bin gespannt, wer es besser kann nachher. Das unsportlichste Jahr hinter mir überhaupt. Ihr neues Lebensjahr beginnt mit einer Powerübung, die in Wimbledon garantiert Reifen. Keiner kennt. Reifen kommt. Warte. So. Wenn ich das noch hinbekomme. Das ist Koordination. Also, und das ist ein Tennistraining? Ja, aber sicher, ist auf der Gag-Weltrangliste ganz oben. Extra für dich, Judith. Oh, so. Jetzt noch mit diesem Video. Wir versuchen es mal. So, und die nächste Stufe, jetzt wirklich A, O, I. A, O, I, E, A, O. No. Aber ist gut, aber ist perfekt. Wirklich? Sehr gut, so, sehr, sehr gut. Einmal durchgekommen, super. Ja, perfekt. Ja, aber im Tennis braucht man nicht nur eine gute Vorhand, sondern auch ein gutes Näschen. Wir haben zwei Bälle. Oh. Die einen sind in China hergestellt, die anderen in Thailand. Oh. Das kann man riechen. Nein. Doch. Okay. Ja, und fürs Geschmäckle an den Bällen haben natürlich wir gesorgt. Gut oder schlecht? Immer die neuen Bälle, die sind super. Gut oder schlecht? Chinese Käsefüße. Zum Glück muss man die ja nicht, sag ich mal, als Blumenduft. Kaufen. Wieso? Ich hab das bei mir immer im Badezimmer. Echt? Ganz frisch nach dem Duschen. Und die hier? Merkst du einen Unterschied? Sind Sterneküche mit einem Hauch Umkleidekabine. Stellig. Intensiv. Ist das Teil des Neurolen? Hier sind wir zu dran drüber. So, damit spielen wir jetzt. Und jetzt müssen wir auf einem Bein? Nein. Und jetzt heißt's, the shoe must go on. Magst du Schuhe wechseln? Kurz? Schuhe wechseln? Ja? Ja, klar. Ich hab Schuhe. Ja. Quantenphysik à la Zverev. So große! Damit kannst du nicht auf die Zehenspitze, sondern wirst du stolpern. Okay. Was ist das? Größe 48? Nee, das ist 50. Wunderbar! Schatzi, ich kann Tennis spielen. Was ihr sagt, ist Quatsch, dass ich eine Ballbehinderung habe. Aber eine Tennis-Dress-Verhinderung, die hat sie und die wird nach und nach ausgebaut.
Für die Beine sind die. Für die Beine. Ja, sollen wir machen? Die sind aber ganz leicht. Das geht ein bisschen auf die Beine, es wird ein bisschen Fitness werden. Ein bisschen. Auf die Beine. Ja, aber es ist nicht schlimm. Oh, das schicke jetzt der Schweigler, pass auf. Das schicke jetzt der Schweigler. Ja, ich helfe dir da kurz. Mir wurde nur gesagt, ich soll alle Tricks rauspacken. Echt? Alle Tricks. Alles, weil wir haben nur eine Einheit. Ich soll alles auspacken, was es gibt. So, okay, dann. Also, das ist aber jetzt schon, I must say. I must say, das ist Tennis mit Wampe und Riesenklotz am Bein. Man geht schon ganz anders. Kommt aber perfektem Tennis immer näher. Hit. Bounce. Hit. Sehr schön. Das ist der heiße Shit. Nein, sagst du nicht, okay? Nein, sag ich nicht. Bescheid, ich muss das können. Die Bewegung wird immer sauberer, habe ich das Gefühl. Aber das sind keine normalen Übungen. Das sind Übungen, wenn ich mit Anfängern arbeite. Und diese Basic-Übungen macht man mit Anfängern wie mir. Also nein, diese Übungen macht man nur mit dir, liebe Judith. Jetzt musst du von unten spielen. Okay. Und noch ein Gewicht? Haben wir noch ein Gewicht? Ja, komplett. Noch ein Gewicht. Ein Gewicht. Aber ich habe ja gar keinen Platz mehr für ein Gewicht. Nee, links. Auf den linken Arm. Auf den linken Arm. Bald im Homeshopping von Judith erhältlich. Die stylische Scheuklappenbrille. Für nur 49,99. Normal, von unten, siehst du mehr von unten spielen? Von unten? Na, diese Brille. Das war bis jetzt die beste Vorhand. Wirklich? Hast du den Sound gehört? Ja. Lieber reich an Erfahrung als Tennisarm. Mischa bleibt am Ball und geht jetzt in den Verlad-Tiebreak. Bring mal die Bürste. Also man kann ihn wirklich in eine bestimmte Richtung drehen, also richtig gut. Du bürstest den Ball. Du kannst auch den Filz, guck mal. Das kann ihn auch, nee, du kannst, guck mal, siehst du? Das macht den Ball langsam. Bällebürsten, der Geheimtipp vom Profi. Das soll jetzt was bringen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Und jetzt ich probiere das noch mal. Also. Aufschlag Williams mit frisch frisiertem Ball. Und? Sag mal, bei denen, die verspielen doch Hunderttausende von Bällen. Kein Mensch bürstet ihnen die Bälle. Nee, aber wir haben den in der Hand die ganze Zeit und in der Hosentasche. Und ihr bürstet die, ohne dass es einer sieht. Wir fühlen es, wir spielen mit denen. Wir wollen auch immer die ganz glatten nehmen. Wenn sie richtig wuschelig sind, machen wir sie glatt in der Hand. Nochmal bürsten. Ja, nochmal. Jetzt gibt's Peeling für Fortgeschrittene. Hast du jemals die Bälle gebürstet, Schatzi? Also ganz ehrlich. Du, ich habe auch noch nie bei einem solchen Topstar-Profi Tennis gehabt. Ja, hör mal, der Mann denkt sich, was für einer Bekloppten, die zum ersten Mal einen Ball bürstet, zum ersten Mal einen Aufschlag macht, muss der Profi hier trainieren mit mir. Die Trainer von Novak, die sitzen vorm Training und manchmal nehmen sie die älteren Bälle und machen sie erstmal zurecht, wenn sie Aufschlagtraining machen. Eine Stunde Aufschlag, ja, die sitzen da und machen das. Das ist der Wahnsinn. Super Idee für Höhle der Löwen, oder? Dass du das noch nie gehört hast. Habe ich noch nie gehört. Gebürstete Wahnsinn. Bälle habe ich noch nie gehört im Tennis. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Und? Pass auf, das ist das allerletzte. Nein. Im Liegen? Im Liegen. Mit der Bürste. Mal richtig, ja? Noch. War das komplette Ding? Also das mit der Bürste habe ich noch nicht. Wie man diese. Wir rufen Boris an, direkt hier nach. Okay, here we go. Das war besser. Schau dir das an. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Du bist unheimlich. Also Aufschläge im Liegen, wie du gesehen hast, kann ich selber teilweise, nicht immer. Das gibt's doch jetzt nicht. Und das, was du heute gelernt hast oder gemacht hast, das machen Leute in einem Jahr, in mehreren Monaten. Und du alles, deswegen eine Session und hast alles drauf. Nach diesem Lob steht es 40 Love für Judith. Ich habe ein kleines Präsent für dich. Nein. Es ist mein alter Schläger, mit dem ich zum ersten Mal richtig erfolgreich gespielt habe. Nein. Ja, zum ersten Mal. Nein. Ja. Den müssen wir aber einweihen. Ohne Das Schmarrn. Heißt, doch, einmal richtig doll draufhauen. Ja. Oder? Einmal richtig. Okay. Ja. Bringen wir noch ein paar noch Bälle? Noch fester. Ja, noch fester. Okay. Ah! Victor, bring mal iPad. Bring mal iPad. Der lag 15 Jahre bei mir. Nein. Das war ein ganz besonderer Schläger. Das ist ein weiteres Geschenk. Nein. Das ist ein Schläger-Original von meinem Bruder. Nein. Den hat er vor ein paar Tagen noch gespielt.
Ich hab ein Boah, ich kann das gar nicht glauben, Schätzi. Das du hast, irre. Du hast einen echten Schläger jetzt. Ja. Bist bereit? Und jetzt kommt dein Bruder, oder was? Nein. Judith, warte, ich komme. Ich will auch mitspielen. Ich will auch mal eine Trainingsstunde mit Mischa. Also, ich sehe schon, hat gut geklappt. Wir sehen uns im Studio, weil da steht sie Spaß. Tschüss. Judith, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Alles Gute zu Geburtstag. Ich kann nicht warten. Also von unten aufschlagen, auch vom Liegen so. Ich dachte, ich bin das Megatalent. Ja, so was ja. Du kannst das mit Ernst machen. Du kannst richtig. Ich kann warten. Geh mir aus den Augen. Komm, ich befreie dich von allem. Und die Schuhe noch dazu. Also ich habe ein Abo. Wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr das hier jetzt sozusagen unbürokratisch abschließen. Ansonsten gibt es jede Menge tolle Filme hier. Und den neuen Film, den gibt es hier oben in der ARD Mediathek. Wir sehen uns im nächsten Film.